einen schönen guten Tag. Liebe Tierfreunde, heute begrüße ich Sie mal mit einem ganz alten Herrn, unserem Paulus, der circa, schätzen wir, 12 Jahre alt ist. Paulus ist ja ein Dackelmischling. Zu ihm zu sagen ist, dass Dackelmischling Dackelmischling ist und da ist der Dackel drinnen. Das heißt, er hat ein bisschen einen Sturkopf. Er ist trotz allem liebenswert. Er sucht eine Person oder eben zwei alte Menschen, die ihm ja einfach nochmal so das Gnadenbrot geben in dem nächsten Jahr, vielleicht anderthalb, 2 Jahre. Paulus, denke ich, er sucht einen Mann. Paulus wäre auch glücklich mit einem 80-jährigen Mann. Viele Tierheime sagen, nein, alte Leute sollten keinen Hund mehr haben, weil man weiß ja nicht, wann sie abtreten. Ist also überhaupt nicht unsere Meinung. Ich denke, auch ein alter Mensch sollte noch einen Hund haben oder eine Katze haben. Und ich denke, Paulus ist sowas. Das ist ein Tier, was mit einem alten Mann spazieren gehen kann, selbst wenn der an einem Stock läuft. Das ist ein Hund, der sich langsam bewegt, der am Tag noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde gehen würde und dann ganz einfach ja, glücklich ist, wenn er auf der Couch neben dem alten Herrn liegen darf und liegt und irgendwo sagt, das ist jetzt wirklich noch mal mein Zuhause, bevor ich sterben muss. Paulus, du musst in die Kamera gucken. Genau so. Es ist ein netter Hund, es ist einer, der sich sehr, sehr gerne schon anfassen lässt, aber das ist kein Hund, den man hochnimmt, den man drückt und den man, ja, wie viele Leute sagen, das ist mein Kind, das mag er nicht. Er möchte distanziert leben, er freut sich, wenn wir morgens kommen, uns kennt er, da freut er sich und dann wedelt er. Aber er ist natürlich so alt, dass ich sage, er läuft, naja, am Tag hier im Hof eine halbe Stunde mit den anderen Hunden und dann legt er sich natürlich schon wieder irgendwo in sein Körbchen und sagt, also das reicht mir jetzt, mehr möchte ich eigentlich nicht machen. Also eigentlich ein sehr bequemer Hund. Einer, der nicht am Tag 3 Stunden noch spazieren gehen muss, sondern einer, der einen alten Menschen ja, begleitet, wenn er zu Hause ist, wenn der alte Mensch alleine lebt, dass er einfach nicht alleine ist und vielleicht durch diesen Hund auch noch mal andere alte Menschen mit Tieren, ja, ich sag mal, kennenlernt. Durch den Hund kommt man ja oft dann noch mal zu Freunden, wo man sagt, es ist ganz, ganz toll, noch mal jemanden kennenzulernen und dann vielleicht durch so einen Hund. Also, liebe Tierfreunde, falls Sie einen Opa haben, eine Oma haben oder jemanden kennen, der sagt, ja, so einen alten Hund kann ich nicht mehr, der sollte sich einfach mal an uns wenden, auch wenn er es finanziell nicht kann. Wir werden ihn natürlich auch unterstützen bei so einem Hund, der sagt, okay, ich nehme ihn, ich habe halt nicht mehr viel Geld, die Rente ist zu klein, wo ich einfach sage, daran soll es nicht scheitern, dass wir sagen, wir beliefern die Leute mit Futter oder wenn tierärztlich was ist, dass er jederzeit zu uns kommen kann, zu unserem Tierheim Tierarzt, der das Tier dann natürlich auch mal kostenlos untersucht, beziehungsweise, dass das Tierheim das einfach trägt.